man ist einfach zu wenig am Meer. Aber dies Jahr nicht. Guten Morgen, meine... Nein, ich kriege meinen eigenen Spruch nicht mehr hin. Guten Morgen, liebe Freunde des Flugsports. Zurück in der Delta Mike Zulu, Echo Charlie. Ich habe noch ein paar Tage frei und nutze das schöne Wetter die nächsten zwei Tage und fliege tatsächlich zur letzten ostfriesischen Insel, die ich noch nicht hatte. Wer mir gestern auf Instagram gefolgt ist, der hat vielleicht gesehen, dass es die Insel Baltrum ist. Es ist eine ganz kleine Insel, hat auch einen ganz kleinen Flugplatz, kurze Piste, die ist ungefähr so lang wie hier. Sollte aber funktionieren. Ich habe sogar eine Übernachtung gekriegt. Jetzt ist auch Herbst und es ist noch keine Herbstferien. War tatsächlich mit Booking.com möglich. Sollte so ungefähr eine Stunde 59, also roughly zwei Stunden dauern. Viel Spaß mit dem Video. Zwei Tage, ihr kennt mich. Ein Drittel Hinflug, ein Drittel vor Ort, ein Drittel Rückflug. Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Wer mag, kann direkt vom Hinflug zum Rückflug spulen. Wer nicht mag, der bleibt einfach drauf. Die Schlangenlinien, die ihr hier seht, das war kein besoffenes Flugzeug, sondern das war der Klaus. Aber auch nicht besoffen, sondern ich bin den Platz abgefahren. Und dann fahre ich immer Schlangenlinien mit dem Auto, um genau zu sehen, ob irgendwie was liegt. Wenn man rausguckt zur Seite, sieht man besser, als wenn man über die Haube guckt. Und manchmal liegt da irgendwas Verwirrendes, aber heute waren es tatsächlich nur Pilze. Pilze ohne Ende hier. Ich glaube, es sind Champignons, aber ich kenne mich zero aus. Also, da lasse ich es besser. Delta Mike Zulu, Echo Charlie geht auf die 1-4 zum Start. Das steht. Fahrt kommt langsam. 80. Es war ein schöner Start, ohne Aufsetzen. Alles gut. Langen Informationen, Delta Mike Zulu Echo Charlie, guten Morgen. Delta Mike Zulu Echo Charlie, VFR von Fettweiß bei Kontrollzone Nervenich nach Baltrum, Echo Delta Whisky Zulu, gerade gestartet, quer ab von der Kontrollzone in 2300 Fuß. Traffic Information. Delta Mike Zulu Echo Charlie, langen Hallo. Identifiziert den Squawk auf 7742 und bitte nochmal die Flughöhe. Delta Mike Zulu Echo Charlie, Squawk ist schon auf 7742 und jetzt 2400 Fuß. Verstanden, QNH 1027. QNH 1027, Delta Mike Zulu Echo Charlie. So, angemeldet sind wir, dann gucken wir mal, wie wir vorankommen hier. Uiuiui, das war aber knapp der Vogel gerade und dann dreht er noch so zu mir rüber. So, das war die letzte große Wolke, nehme ich mal an. TMZ darf ich rein mit ihrer Hilfe, bin ich aber sogar ein bisschen drunter. War ja erst vor einer Woche auf Borkum. Jetzt geht's nach Baltrum. So, die Platzrunde in Baltrum ist auf 800 Fuß. Die Piste 09 oder 27. Das ist toll hier immer am Meer. Uiuiui, ich muss auf Toilette. Kaffee zu viel heute Morgen. Auf dem Flug trinke ich ja immer ganz wenig nur. Delta Mike Zulu Echo Charlie würde gerne die Frequenz verlassen, um bald rum zu rufen. Delta Mike Zulu Echo Charlie, Squawk 7000, tschüss. Squawk 7000, vielen Dank für den Service. Delta Mike Zulu Echo Charlie. Da kannst du bei die 27 reinkommen, bitte. Die 27 Delta Mike Zulu Echo Charlie. So, kann ich über die 27 reinkommen? Na, ich hatte auch. So, nebenan ist ja Norderney, das wisst ihr ja, riesengroß. Ne? Da sieht man Norderney am Ende. Und jetzt ist die kleine Insel Baltrum und neben Baltrum ist Langeoog. Was wir alles geschafft haben diesen Sommer. Wahnsinn. So, also, Konzentration jetzt in die letzten paar Minuten. 800 Fuß ist die Platzrunde. Die Landerichtung ist 27. Wir müssen 800 Fuß abbauen und die Bahn ist recht kurz, also nicht rumschweben wie Jeck. So, Norderney-Platzrunde ist da hinten. Also da kommt man ja fast in die Quere.
gucken, was sagt mein elektronisches Instrument? Nix. Mit Echo Charlie geht in den Gegenanflug zur 27. Die Höhe achten hier. Mit Echo Charlie geht in den Queranflug 27. Delta Echo Charlie geht in den Endanflug zur 27. Kamst du her? Aus Fettweiß im Rheinland, das ist ein UL-Platz ohne ICAO-Kennung. VETT Weiß. Ich glaube, besser geht's nicht. Kommen auf Baltrum! Toll, toller Flug. Ach, ganz easy alles. Landung war perfekt. Und ich muss kurz die Maschine verlassen, weil das wird sonst ein Malheur werden. Willkommen auf Baltrum. Kleiner, putziger Platz. Ah, aber ich bin froh hier zu sein und das noch gemacht zu haben. Super Wetter. Sagt ihr, ausreichend gesichert? Ich würde sagen, ja. Kaum Wind heute Nacht. Das passt schon. Hat ein bisschen was von meinem Sommerurlaub in Gibraltar für die eine Nacht. Läuft man auch über die Bahn drüber. Hier kann man auch schon aufsetzen. Hier ist schöner, weiches Gras, aber man soll natürlich eigentlich vorne aufsitzen. Na Jungs. Wieder mal gelangweilt. Ha? Musst du ja mal deine Matte schneiden lassen. Und mal einen Conditioner nehmen. Die ist total hart und strohig. Auch schöne Häuschen hier. Ferienhaus zu vermieten. So ein Ferienhaus hier direkt an der Piste. Geil. Den anderen beim Fliegen zugucken, selber mal ein bisschen fliegen. Perfekt. Steht hier einfach ein Strandkorb zum Pause machen rum. Super, oder? Da, einfach ein Strandkorb. Da könnte ich ja mal den Rest von meinem Kaffee trinken. Glühend heiß. Frisch geduscht. Jetzt erstmal zum Strand. Tja, was sage ich immer? Man ist einfach zu wenig am Meer. Aber dies Jahr nicht. Ich glaube, es fing mit Wangerooge an im März, um zu gucken, ob der Strand noch da ist. Dann war ich nochmal mit Andrea in Wangerooge da. Das Video müsste bald kommen. Dann war ich auf Jüst. Ich war auf Langerooge. Langeoog. Ich krieg's nicht hin. Norderney war ich in vergangenen Jahren schon mal. Letzte Woche Borkum. Und diese Woche Baltrum. Ihr merkt, ich habe ein bisschen Schnupfen. Sorry, den hatte ich aber vorher schon, jetzt nicht hier von der Insel. Ich stehe ja immer auf die Weite, ne? Die Weite von den Stränden. Nicht so furzige kleine Strände, sondern groß, weitläufig. Aussichtsturm. Hier und einmal hoch.
Guten Morgen, liebe Flugfreunde. Ist noch ein bisschen früh, so um die 10 Uhr. Aber ich muss das Hotel leider früher verlassen. Das war übrigens mein Hotel, der Hotel Strandburg. Ja, jetzt mache ich mal eine lange Runde zum Flugzeug. Und denke, ich packe erstmal meine Sachen dahin. Ach, guckt noch mal, diese Weite hier. Ach, da stehe ich ja drauf. Also, das ist Süden. Da Süden und da kann man schon Festland sehen. In die Richtung, hinterm Hotel, den Weg lang. Da ist das Meer, also Nordseite. Und der Strand, wo wir gestern waren. Kennt ihr das auch, wenn man über eine Straße geht? Hat man ja als Kind schon eingebläut bekommen, nach rechts und links zu schauen. Macht man natürlich jetzt hier auf so einer Insel auch. Aber da ist ja keiner. Schon witzig, wenn man das so drin hat. Ja gut, jetzt käme ein Fahrradfahrer, aber mit so einer gewaltigen Geschwindigkeit, den hätte ich wahrscheinlich gespürt. Und wir haben natürlich Südwind, ist ja klar. Gestern hatten wir Nordwind, also Gegenwind. Heute haben wir Südwind, also Gegenwind. Warum auch nicht? Guck mal, wie die Pferde da stehen. Die schlafen noch. Charterflug nach Vettweiß hätte ich jetzt anzubieten. Ist aber nicht meine Telefonnummer. Hast du das? Ja. Und hast die Haare jetzt gewaschen. Mit dem Conditioner, wie ich es gesagt habe. Okay, ich lasse sie noch schlafen. Auch das wird mir YouTube rausstreichen. Ach, guck mal an, Amazon-Kartons ohne Ende. Ah, Follow Me, Rollator. Warum muss ich da gerade an meinen Flugplatz denken? Komisch. Flugplatz Feuerwehr Baltrum. Was da wohl drin ist? Ein, zwei Feuerlöscher, ja, Feuerlöscher. Der Flieger ist einigermaßen trocken. Ich habe die Flügel mal abgewischt. Man kann zwar mit nassen Flügeln starten, aber wenn sie trocken sind, haben sie bessere Steigleistung. Habe ich mal gehört, weiß ich nicht. Gibt Experten, die einem das bestimmt erklären können. Ist nicht mehr viel zu machen. Wenn ich starten will, bin ich in 10 Minuten weg. Was mich so ein bisschen ärgert, guck mal hier, da oben ist ein Loch. Also ich meine, ich habe ja hier unten drunter diese Vortex-Generatoren, damit nicht so viel Krach ist. Und da vorne ist auch noch eins. Aber außen ein Loch können ja nur Vögel gewesen sein. Was haben die erwartet? Dass da unter dem weißen Schnee ist oder was? Keine Ahnung. Ärgerlich. Jo, Wetter ist echt zu geil. Ich habe mit dem Türmer abgestimmt, dass ich um 15 Uhr starte. Sonst müsste ich vor 1 raus. Mittagspause von 1 bis 3. Und ich habe ja noch Urlaub. Guckt euch das bitte an. Wie viele Tage werde ich das dieses Jahr noch bekommen? Dann bleibe ich noch ein bisschen. Boah, das ist schon frisch. Sympathischer Laden. Das ist die Schule. Modernes Ding. Ich werde doch vor 1 zurückfliegen, weil bei uns in Vettweiß der Startleiter nicht so lange heute Abend kann. Einzige Maschine am Platz, das habe ich auch noch nie geschafft. Noch nie. Sehr cool. Delta Mike Zulu Echo Charlie. Ja, dann würde ich sagen, kannst du einen Backtrack zur 27 machen. Delta Echo Charlie rollt zur 27. Okay, alles checken.
Kameras laufen. Delta Echo Charlie startet auf 27. Hart kommt. Sehr schöner Start. Sehr schönen Start. Guckt euch das an. Delta Echo Charlie verlässt die Plattform. Vielen Dank und tschüss. Delta Mike Zulu Echo Charlie, VFR von Baltrum, soeben gestartet in 1500 Fuß nach Fettweiß, UL-Platz bei Düren. Erbitte Verkehrsinformationen. Zulu 602, eine Person an Bord. Zulu Echo Charlie, verstanden. Ich sehe Sie auch in 1600 Fuß. Korkbedarf 7745 und das QNH 1023. 1023, das QNH und 7745 ist unterwegs. Keine Ahnung, ob ich die Störung hier drin habe. Werde ich ja sehen, ob es gleich muss. Jetzt erstmal Richtung Heimat. Ich melde mich. Ja, wir sind jetzt im Anflug auf Fettweiß. Die eigentliche Landung mache ich euch ein bisschen Musik rein. Die Landung habt ihr schon so oft gesehen. Ich hatte wirklich einen schönen ganzen Tag auf der Insel. Das war wirklich die letzte Insel-Check in den ostfriesischen Inseln, die ich machen wollte, machen musste. Musste ich gar nicht. Aber ich bin so ein bisschen auch Statistikflieger. Und die fehlte mir jetzt noch. Ja, jetzt werden die Kreise wohl größer. Fehlen noch andere Inseln in der Nordsee. Muss ich mal ein bisschen in die Ostsee rüber. Und auch in die Berge und wie auch immer. Nochmal eine kleine Abmoderation. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ach ja, es ist am Meer immer wieder schön. Ich glaube aber jetzt war es wirklich das letzte Mal mit Füßen im Wasser. War wirklich das allerletzte Mal. Macht's gut, bleibt mir treu.